Antenne Münster. Münster-Rekorde. Mitten in Wolbeck suchen wir nach der ältesten Konservendose in Münster. Ob sie wirklich hierher kommt, das müssen wir jetzt klären. Wir sind hier schon mitten in einer kleinen Parklandschaft im Garten von Herrn Bragulla bzw. von Ihrem Vater. Herr Bragulla, richtig. Sie haben sich beworben bei uns bei Antenne Münster und sagen, die älteste Konservendose ist in meinem Besitz. Wie alt ist denn Ihre Konservendose? Also die Konservendose, die habe ich von meinem Großvater bekommen. Und die wird so um 1914 sein, aus dem Ersten Weltkrieg. Die wurde dementsprechend produziert für die Soldaten als Verpflegung. Jetzt schauen wir uns nochmal die Dose an. Haben Sie die hier irgendwo versteckt? Gerne. Ja, Sie können mir einfach folgen. Wir gehen mal hier vorne rum. Dann machen wir das doch. Vor Ihnen. Genau. Das Konservendose. Also Ihr Münsterrekord. Richtig, genau. Das ist die Konservendose mit Margarine drin. Aus dem Ersten Weltkrieg. Man sieht es ja auch, die Patina, die da sich schon niedergelassen hat im Laufe der ganzen Jahre. Richtig. Jetzt haben wir ja gesagt, als Münsterrekord brauchen wir eigentlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Hier steht jetzt nichts drauf, Herr Bragulla. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gab es aber zu der Zeit noch gar nicht, oder? Das war zu der Zeit noch keine Pflicht und ich denke, im Ersten Weltkrieg hatten die andere Sorgen, als ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufzudrucken, weil ja die Sachen eh schnell verzehrt wurden im Krieg. Ja, und von daher kann ich als Nachweis für die Existenz oder für die Richtigkeit dieser Jahresangabe meine Großmutter dort zitieren. Mein Großvater ist ja schon verstorben und die kann bestätigen, dass die Dose aus dieser Zeit ist. Wir haben das natürlich von Antenne Münster auch nochmal extra überprüft und können mit Sicherheit sagen, ja, diese Dose stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Da bindet Herr Bragulla uns keinen Bären auf. Das stimmt also, Herr Bragulla. Damit kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Die älteste Konservendose kommt aus Wolbeck, ja. In Ihrem Besitz. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nett, sehr nett. Danke. Münster-Rekorde. Jetzt bewerben auf antennemünster.de.